Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein Schwangerschaftsupdate und zwar geht es heute von der 36. bis zur 38. Woche. Ja, krass, wir haben es bald geschafft. Ja, der Entbindungstermin ist nicht mehr so weit entfernt. Wir haben morgen nur noch 3 Wochen und das ist einfach so mega, mega krass, wenn man sich das mal überlegt, dass die Schwangerschaft schon ja, fast vorbei ist. Ich wünsche euch jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß und ich würde sagen, wir legen los. Ich hoffe, dass mit dem Licht passt. So, ich habe jetzt keine Softbox aufgebaut, weil ich dachte, wir müssen der Sonne eine Chance geben heute und habe mir deswegen das Licht der Sonne geklaut hier. Aber ich denke, das passt ganz gut. Wenn nicht, schreibt gerne in die Kommentare, ändere ich das nächste Mal. Aber im Moment, glaube ich, passt es. Wenn es ein bisschen dunkler wird, dann baue ich die Softbox noch auf. Ja, wir hatten heute einen Frauenarzttermin und dementsprechend dachte ich mir, mache ich heute direkt ein neues Update. Das letzte Update war ja doch schon etwas, ja, wie soll man sagen, es waren nicht so schöne Nachrichten und ja, deswegen dachte ich mir, dass ich heute direkt ein neues drehe, beziehungsweise das nächste drehe, vielleicht auch das letzte, wer weiß, wann diese Babymaus hier sich auf den Weg macht. Und genau, es gibt nämlich gute Nachrichten. Ja, bevor wir zum Frauenarzttermin kommen, wie immer, gibt es natürlich erstmal so meine Wehwehchen. Was habe ich die letzten 2 Wochen gespürt? Was hat sich verändert? Und da fangen wir einfach mal an mit ersten Wehen, die sich auf den Muttermund ausgewirkt haben. Also ich habe 2, 3 Wehen gespürt, die ja richtig unten auf den Muttermund gedrückt haben. Ich weiß nicht, ob es wirklich der Muttermund war, aber es war auf jeden Fall, ja, es hat sich einfach so angefühlt, als würde man unten aufreißen. Ein ganz komisches Gefühl, das hatte ich an einem Tag, wie gesagt, 3 Wehen. Aber ja, ich denke, das waren einfach die Wehen, wo die Kleine wirklich nochmal richtig ins Becken gerutscht ist. Ich habe ja schon länger Übungs- und Senkwehen und das ist auch absolut gar kein Problem. Und die haben wir auch schon seit der 25. Woche, glaube ich. Und die sind ja auch überhaupt gar nicht schlimm. Ja, ich habe mir das wirklich schlimmer vorgestellt. Der Bauch wird einfach ein bisschen hart, es drückt einfach ein bisschen runter und man hat manchmal einfach ein bisschen Unterleibsschmerzen. Sonst, ja, kann ich anders diese Übungswehen, glaube ich, gar nicht beschreiben. Senkwehen drücken ihn ein bisschen mehr runter. Aber, ja, ist auf jeden Fall alles aushaltbar. Aber ich hatte, wie gesagt, eben 3 spürbare Wehen, wo sich das unten einfach, ja, ziemlich geweitet angefühlt hat. Ja, dann ist mir auch aufgefallen, dass ich öfters auf die Toilette muss. Also ich habe ja im letzten Update schon erzählt, dass ich mindestens 7 Mal in der Nacht auf Toilette gehen muss. Am Tag auch alle halbe Stunde ungefähr immer. Aber ich trinke auch relativ viel. Also ich trinke ungefähr 2 bis 3 Liter, was natürlich auch richtig gut ist. Aber ich habe halt auch richtig viel Durst, ist mir aufgefallen. Das, ja, weiß nicht, woran das liegt. Aber ist ja auch gut, wenn man mehr Durst hat. Aber mein Körper verbraucht ja auch relativ viel Flüssigkeit, Fruchtwasser, die Milch in den Brüsten, Wassereinlagerung. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch so viel Durst hattet oder habt in der Schwangerschaft. Ich habe auf jeden Fall richtig viel Durst, trinke in der Nacht auch immer 1,5 Liter. Ich habe mir extra so ein Kännchen neben dem Bett stehen, was ich mir auch vornehme, in der Nacht leer zu trinken, damit ja, ich einfach genug trinke, weil ich einfach ein Mensch bin, der nicht so gerne so viel trinkt und dementsprechend zwinge ich mich so ein bisschen dafür dazu. Aber ich habe auch echt Durst. Also immer nachts wache ich auch auf, nicht weil ich auf Toilette muss, sondern weil ich Durst habe. Ja, aber mir ist jetzt noch aufgefallen zu den Pipi-Gängen, dass ich ja, mehr Stuhlgang habe. Ist jetzt vielleicht ein ekliges Thema oder so, aber ich habe gelesen, dass der Körper in den letzten Wochen einfach alles Unnötige sozusagen rausschaffen will aus dem Körper und man deswegen Durchfall zum Beispiel bekommt oder einfach öfters auf Toilette muss. Das ist mir jetzt wirklich aufgefallen, dass ich das wirklich vermehrt habe und ist wohl auch ein Geburtsanzeichen, habe ich gelesen. Ich habe mich natürlich direkt informiert, weil ich dachte, hä, das ist total ungewöhnlich für mich und ja, habe eben dann das herausgefunden, dass es wohl ein Geburtsanzeichen ist und dass der Körper eben in den letzten Wochen wirklich alles Unnötige weghaben möchte, damit Platz für die Geburt ist. Es ist ja eben so, dass der volle Darm bei der Geburt nur stören würde und dementsprechend möchte der Körper das eben weghaben. Ja, dann wie gesagt 7 Mal in der Nacht auf Toilette ist ziemlich unschön, anstrengend. Man
Ja, möchte einfach nur schlafen, aber irgendwie sind doch die Blase im Weg, beziehungsweise das Köpfchen drückt auf die Blase und dann muss man eben auf Toilette gehen. Das Schlimme dabei ist einfach das Aufstehen, weil ich doch schon ziemlich Symphysenschmerzen habe nachts, erst recht, wenn meine Blase voll ist. Also das ist wirklich so, wenn ich mich dann bewege zum Aufstehen, dass es wirklich richtig weh tut und ich mich eigentlich so seitlich wegrollen muss und dann ist das Beistellbett im Weg und irgendwie, ja, das Aufstehen an sich ist einfach das Schlimmste. Der Toilettengang und so, absolut kein Problem. Aber das Aufstehen ist einfach so ätzend. Ja, und dann ist mir auch aufgefallen, dass ich ja nicht mehr so häufig spazieren gehen kann. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, kurz vor der Geburt ein bisschen mehr spazieren zu gehen, damit ich einfach meinen Körper fit halte und nicht so viel rumliege, sondern mich wirklich fit halte. Und das soll ja auch die Geburt natürlich anregen. Aber es wird echt anstrengend und ich habe manchmal das Gefühl, das Baby fällt raus, weil es einfach so nach unten drückt. Also ich war jetzt vor kurzem, ich glaube vor einer Woche war das, da musste ich 2 Kilometer am Stück laufen, weil wir mit dem Auto wohin gefahren sind und das Auto aber auf dem Rückweg komplett voll war, sodass ich eben nach Hause gehen musste. Was ja an sich kein Problem ist. Ich meine, 2 Kilometer, was ist das bitte? Aber ja, ich musste wirklich öfters Pause machen, mich hinsetzen, wirklich entspannen. Erst recht, wenn dann so Wehen kommen, muss ich erstmal runterkommen und wirklich erstmal und erstmal ein bisschen stehen bleiben, weil das schon ganz schön nach unten drückt und immer anstrengender wird. Und es gibt ja nicht umsonst diesen Watschelgang bei Schwangeren. Und ja, den habe ich nämlich auch schon. Also ich watschel auch schon so wie eine Schwangere. Und ich bin auch nicht mehr so schnell. Also wenn ich zum Beispiel mit Felix heute zum Frauenarzt gegangen bin, dann muss ich ihn schon öfters mal zurückhalten. So, Schatz, renn doch nicht so und lauf nicht so schnell. Ich komme nicht hinterher und ja. Also, ich bin schon etwas langsam, aber das, glaube ich, kann man auch verstehen. Dann habe ich ja eben schon die Symphyse angesprochen. Also immer nachts habe ich extrem Symphysenschmerzen, wenn ich dann aufstehe und dann, wenn die Blase dann auch noch voll ist und dann das Kind auch noch drückt, dann und ich dann laufe, dann knackt es sogar immer so ein bisschen. Also es ist immer so ein Übergnubbeln, nenne ich das immer. Ja, es fühlt sich unten einfach sehr komisch an, als würde irgendwas übergnubbeln. Aber wenn die Blase dann leer ist, ist das auch wieder weg. Also ich glaube einfach, dass es dann an dem Platzmangel da unten liegt, sage ich mal. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da irgendwie Erfahrung habt. Weil das fühlt sich sehr, sehr komisch an. Tut nicht weh, aber ja, ist ein sehr komisches Gefühl, wenn das dann so rumknackt da unten. Ja, dann habe ich schon öfters vor der Schwangerschaft gelesen bzw. gehört, dass Frauen oder Schwangere inkontinent werden. Und ich habe mir die ganze Schwangerschaft immer gedacht, nee, Maggie, niemals, du bist nicht inkontinent. Und warum auch? Du bist ja noch so jung und so fit. Ja, also es kann schon mal passieren, wenn man hustet, dass man etwas verliert an Pipi. Ja. Ist einfach so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich auf einmal lospickel. Aber wenn man dann mal so lacht oder hustet, dann kann das schon mal passieren, dass da etwas flöten geht. Nicht so viel, aber erwähnenswert. Hätte ich nicht gedacht, aber ist letzte Woche auch eingetreten. Ja, bedauerlicherweise ist mir vor 2 Tagen aufgefallen, dass ich erheblich Wassereinlagerung habe. Und eigentlich war ich immer so, ich hatte irgendwie nie was. Also ich habe wirklich so die perfekte Schwangerschaft, sagen wir immer, weil ich habe nie wirklich richtig dolle Probleme gehabt, außer halt so Standardsachen. Und habe auch nicht wirklich viel zugenommen und habe keine Schwangerschaftsstreifen, keine Dehnungsstreifen. Und bin wirklich überglücklich und alles ist schön. Und jetzt habe ich gemerkt, dass ich doch Wassereinlagerungen bekommen habe. Ganz schlimm in den Waden, also in den Beinen. Nicht an den Füßen. Das hört abrupt auf, da wo meine, ja, so an der Ferse hört es abrupt auf. Da sieht man auch richtig diese Stelle. So ein Strich einfach, wo das dann abrupt aufhört. Ich habe es wirklich nur an den Waden und hier oben so.
Seht ihr, glaube ich, auch so ein bisschen, dass es einfach so ein bisschen dicker ist hier. An den Händen auch absolut gar nicht. Also wirklich nur hier in den Unterarm und in den Unterschenkeln. Ja, wir haben das natürlich heute direkt angesprochen, weil das ja auch ein schlimmes Zeichen sein kann, so ein Anzeichen für Krankheiten sein kann. Aber die Frauenärztin hat sich das angeschaut und das sieht wohl noch in Ordnung aus. Und sie sagt, es ist für die Woche auch echt okay und Frauen dürfen in dieser Woche auch Wassereinlagerungen bekommen. Und dementsprechend habe ich auch etwas mehr zugenommen. Also wir sind jetzt schon bei ungefähr 12 Kilo, die wir zugenommen haben, was ich aber absolut auch gar nicht schlimm finde. Wie gesagt, ich habe keine Dehnungsstreifen, gar nichts und ich kann mich wirklich auch glücklich schätzen, denke ich, dass das meiste einfach nur Fruchtwasser, Kind, Wassereinlagerungen jetzt und das wird ja alles verschwinden, wenn das Baby dann da ist. Ja, dann geht es eigentlich so zum Frauenarzttermin. Was ist heute passiert? Was wurde heute gemacht? Natürlich wie immer Urin abgeben. Das mache ich ja immer. Also das macht, glaube ich, jede Schwangere beim Arzt. Jetzt wird es ein bisschen dunkler hier. Ich hoffe, das passt immer noch. Wir sind ja gleich fertig. So, doch mal schnell die Softbox aufgebaut. Ich hoffe, das passt so besser. Es wird doch ganz schön dunkel gerade. Jetzt kommt die Sonne natürlich wieder raus, ne? Naja, gut, lassen wir es jetzt so. Ja, also Urin abgeben musste ich, wie immer. Das klappt auch ganz gut. Also ich muss ja sowieso so oft pinkeln. Und dann, ja, wurde Blutdruck gemessen. Der war, glaube ich, bei 120 zu 80. Also er erhöht sich immer mehr in der Schwangerschaft. Sonst habe ich immer einen 110-60, glaube ich. Aber er wird immer, immer mehr. Frauenarzt sagt, das ist okay. Dementsprechend machen wir uns da keine Sorgen. Und ja, gewogen wurde ich, wie gesagt, habe ich ein bisschen mehr zugenommen jetzt. Und sind insgesamt 12 Kilo ungefähr, die wir jetzt in der Schwangerschaft zugenommen haben. Ja, dann durften wir natürlich auch rein zur Frauenärztin. Da ist es am Anfang immer so, dass wir erstmal quatschen. Also sie fragt mich, wie es mir geht, ob ich irgendwas merke, ob ich irgendwas habe, was mich stört. Und da haben wir natürlich die Wassereinlagerung angesprochen, habe ich ja gerade schon gesagt. Und da ist ja alles in Ordnung. Sie hat sich das auch angeguckt. Also meine Beine hat sie sich auch angeguckt. Das ist wohl alles okay. Und dann haben wir ja über so allgemeine Sachen gesprochen, dass wir eben Geburtsanmeldungen und so, dass es langsam losgehen kann und so. Und dann ist immer der Weg auf den Stuhl. Sie guckt bei mir immer. Jedes Mal, wenn ich da bin, guckt sie nach dem Gebärmutterhals und dem Muttermund. Finde ich richtig gut, weil man dann eben ja frühzeitig irgendwas sehen kann. Und jetzt natürlich auch sehen kann, ob es dann schon losgeht oder ob es irgendwelche Anzeichen schon gibt. Ja, das heißt heute auf den Stuhl und sie hat geschaut, Gebärmutterhals wohl noch komplett, hat sie gesagt. Macht mich natürlich ein bisschen traurig, weil ja, ist ja so ein Anzeichen, dass es auf jeden Fall noch nicht losgeht. Und man möchte ja dann doch schon langsam kuscheln, aber die Kleine hat ja auch noch Zeit. Sie hat, kann auch gerne bei mir drin bleiben und sie hat es ja auch noch gut bei Mama. Und wir machen uns auch überhaupt gar keine Sorgen. Aber ist dann ja eben schon doch ein bisschen doof, wenn man doch schon so viele Wehen hat, die man deutlich spürt und dann sich eben im Endeffekt nichts tut. Muttermund sieht auch gut aus und eine sehr, sehr schöne Nachricht hat sie uns übermittelt, überbracht, ja, dass das Köpfchen so tief im Becken drin ist, dass wir bei einem Blasensprung nicht liegend transportiert werden müssen. Das heißt, sie hat gesagt, wir müssen nicht mit dem Rettungswagen transportiert werden, sondern können einfach so mit dem Auto ins Krankenhaus fahren beim Blasensprung. Freut mich sehr, wollte ich auch fragen, weil ich das schon die ganze Zeit im Gefühl hatte. Also ich spüre das halt, wo die kleine Maus liegt. Ich kann immer ganz genau sagen, wo welches Körperteil ist. Und ja, ich habe schon gespürt, dass sie auf jeden Fall unten tief im Becken sitzt. Aber dass sie jetzt auch wirklich fest mit dem Köpfchen drin ist, freut mich natürlich ungemein. Genau, da gab es also eine schöne Nachricht, eine positive Nachricht. Und sie hat auch gesagt, es könnte jederzeit losgehen, aber der Gebärmutterhals ist eben noch komplett da. Kann aber nichts heißen, braucht nichts heißen, es kann halt trotzdem losgehen. Aber derzeit sieht es wohl so aus, als ob die Maus sehr, sehr gerne noch drin bleiben möchte. Ja, dann ist die kleine Maus deutlich gewachsen. Also, ich habe euch ja im letzten Update erzählt, dass die Frauenärztin gesagt hat, die Kleine ist zu klein. Sie ist unterdurchschnittlich und das sieht wohl nicht so gut aus. Falls ihr das Update noch nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich verlinke euch das nochmal. Und ja, heute
war sie dann wirklich sehr, sehr überrascht. Also die Freundin hat auch wirklich gesagt, wow, ist sie gewachsen. Und in 2 Wochen hat die kleine Maus einfach fast 1 Kilo zugenommen, was einfach so mega, mega gut ist. Die Kleine wiegt jetzt geschätzt 3085 Gramm. Also haben wir wirklich die 3 Kilo erreicht. Natürlich weiß man nicht, wie es im Endeffekt wirklich ist. Es sind alles nur Schätzwerte vom PC oder vom Computer, aber ja, es freut mich halt schon, dass die kleine Maus so gut zugenommen hat. Ich merke es aber auch, also man spürt, dass sie größer wird und auch schwerer, das merkt man einfach. Und dass die Bewegungen einfach ein bisschen weniger werden, das spürt man auch. Also sie hat einfach weniger Platz. Und ja, laut Oberschenkel ist sie auch schon 50, 51 Zentimeter groß, also 50,8 Zentimeter laut Computer oder laut Oberschenkel soll sie wohl groß sein. Mega, mega groß, finde ich. Dafür, dass sie beim letzten Mal ja 46 Zentimeter, glaube ich, groß war. 4 Zentimeter in 2 Wochen finde ich einfach so krass. Also, wenn ich mir das so vorstelle, was hier drin ist, ich kann es immer noch nicht glauben, dass hier so ein 3-Kilo-Baby drin ist. Ich frage mich, wo das wirklich sein soll. Der Bauchumfang verändert sich nämlich einfach überhaupt nicht. Wir sind immer noch bei 94 Zentimeter, aber die kleine Maus wächst und wächst und wächst. Aber von außen merkt man davon nicht wirklich viel. Und genau, also die kleine Maus hat ordentlich zugelegt. Die schlechten Nachrichten vom letzten Mal sind also vom Tisch. Die Ärztin hat gesagt, wenn die Kleine jetzt kommt, wirklich perfekt. Sie ist komplett im Durchschnitt und hat ordentlich, ordentlich zugelegt. Was mich natürlich freut, dass wir da jetzt nicht mehr so viele Frühchensachen kaufen. Ich habe mir da schon Sorgen gemacht, dass wir da noch irgendwas kaufen müssen. Aber es scheint ja alles jetzt gut zu sein. Und wie gesagt, liegt es halt einfach auch nicht an der Versorgung, sondern einfach. Ja, kleine Mama, kleines Baby, sagt die Frauenärztin immer. Ja, dann hatten wir natürlich noch CTG am Ende. Manchmal habe ich das davor, manchmal erst danach. Kommt immer darauf an, wie die Ärztin Zeit hat. Heute war es danach. Der Felix war übrigens auch wieder dabei, falls ihr das auch noch wissen wollt. Letztes Mal war er nämlich nicht dabei. Dieses Mal war er wieder dabei. Und das CTG war am Anfang oder allgemein unauffällig. Aber man hat schon deutlich Wehen gesehen. Und man hat auch immer, wenn ich Wehen gespürt habe, hat man sie auch schon auf dem CTG wahrgenommen. Und man hat sie auch schon gesehen. Und die Arzthelferin hat mich auch schon gefragt, ob ich öfters so Wehen habe. Und da habe ich gesagt, ja, weil ich eben öfters merke, wenn der Bauch hart wird und ich Wehen bekomme. Und eine Wehe war sogar dabei, die war wirklich schmerzhaft. Also da habe ich schon gesagt, so, was ist das denn jetzt? Und die hat auch ausgeschlagen mit 60 auf dem CTG. Also war schon eine deutliche Wehe, denke ich. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das irgendwie ja was zu bedeuten hat oder so. Oder ob 60 schon so eine hohe Zahl ist. Ich weiß es nicht. Aber sonst halt immer so kleine Wehen, so die immer so bei 40 ausschlagen ungefähr. Die habe ich auch schon des Öfteren gehabt. Aber heute, beziehungsweise die letzten Tage, hab ich wirklich so. Ja, mal alle paar Minuten wehen, dann hört es für den Rest des Tages auf. Aber halt schon so manchmal so 1 Stunde lang, wo man dann wirklich alle paar Minuten wehen hat. Und das war eben beim CTG auch so, dass ich wirklich alle paar Minuten wehen hatte und dann jetzt zum Beispiel auch gerade wieder eine Wehe hatte, aber immer sehr unregelmäßig. Ja, und das war es dann, glaube ich, auch. Ein Bild gab es natürlich nicht, die kleine Maus war viel zu groß und heute lag sie sogar mit dem Gesicht nach hinten. Also ihr Kopf tief im Becken drinne, aber ihr Gesicht zu meiner Wirbelsäule hin und ihr Rücken genau hier vorne wieder. Also einmal so umgekehrt sozusagen, ihr Beinchen so ein bisschen seitlich. Genau, so lag sie vorhin beim Ultraschall. Und deswegen war einfach überhaupt gar kein Foto möglich. Wir haben ihre Hand gesehen einmal und halt. Ja, Bauch, Kopf, Umfang. Sonst sieht man da wirklich beim Ultraschall gar nichts mehr. Aber ist ja trotzdem schön zu sehen, dass alles gut ist. Das Herzchen schlägt natürlich auch noch. Ich habe mir da zuerst, als ich auf der Liege lag, ganz schön Sorgen gemacht, weil sie hat so lange am Bauch gesucht. Und ich dachte mir so, hä, findest du keinen Herzschlag oder finden sie keinen Herzschlag? Warum ist denn da das Herz nicht? Aber dann habe ich überlegt, eben im Wartezimmer hat sie noch gestrampelt. Also auf jeden Fall alles gut. Aber kurz war das so, oh mein Gott, sie sucht so lange. Aber ja, war im Endeffekt wirklich alles perfekt. Der Herzschlag war da, das Herz ist auch so groß, wenn man sich das mal überlegt. Und die Blase war richtig gefüllt. Also sie hatte eine richtig, richtig volle Blase, hat man richtig gesehen.
Was natürlich auch immer gut ist, dass sie eben ja, trinkt und piescht, sag ich mal. Ja, so mein Lieben, und das war's dann auch. Das war es zum Frauenarzttermin. Der nächste Termin ist wieder in 2 Wochen, was ich nicht gedacht hätte. Also ich hätte gedacht, jetzt werden die Abstände wieder geringer, aber nein, wir haben den nächsten Termin in 2 Wochen und genau, sehen wir mal. Sogar ein bisschen mehr als 2 Wochen. Fast 3 Wochen. Sehr, sehr weit entfernt. Also fast schon am Entbindungstermin haben wir den nächsten Termin. Schauen wir mal, ob wir uns wiedersehen, hat sie gesagt. Aber ja, wir sehen mal. Ja, meine Lieben, und dann war es das auch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!